oh oh, es geht ums Eingemachte. Jetzt geht es nur um mich und Jesus. Nicht mehr um mich, mein Bruder und Jesus, nur noch um mich und Jesus. Und das sind meistens die Bereiche, ich sag's nochmal und wiederhole mich da gerne, wo wir Jesus gerne vor der Tür lassen, wo wir ihm sagen wollen, wie es zu laufen hat. Warum? Weil wir wissen, dass wenn wir es so machen, wie er es will, uns etwas kosten wird. Und es kostet uns etwas. Es kostet uns nichts Geringeres als dies. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst täglich, nehme sein Kreuz auf sich, Klammer auf, sterbe, Klammer zu, und folge mir nach. Amen. Wer euch lehrt oder uns lehrt, die Nachfolge Christi kostet nichts, lehrt Lüge. Sie kostet dein Leben. Und wenn sie nicht dein Leben kostet, folgst du Jesus nicht. Oh Sven, du bist aber hart. Es ist so. Wenn sie nicht dein Leben kostet, dein seelisches Leben, dein natürliches Leben, wenn das nicht ans Kreuz kommt, dann folgen wir Jesus nicht. Und wie viele von uns gehen bis an den Fuß des Kreuzes, sehen den Herrn hoch und erhöht, wie er für uns gelitten hat. Wie viele singen diese Chorale und Chorusse, er ist der Löwe und er ist das Lamm, geschlachtet für uns, stehen andächtig vom Kreuz, jubeln ihm zu wie ein Promi in den sozialen Medien, aber gehen nicht an das Kreuz. Ihr Lieben, es langt nicht bis zum Kreuz zu kommen, du musst ans Kreuz gehen. Die aber, die Christus angehören, Galater 5, Vers 24, haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Begierden und Gelüsten. Und dazu gehört auch, und das ist mein Augenmerk heute, die Begierde, sich einen Jesus zu basteln, der ihm in den Kram passt. Einen Jesus, der alles abnickt. Einen Jesus, wie ihn die EKD, die Evangelische Kirche Deutschland, gebastelt hat. Einen Jesus, der auch die Homosexuellen in die Ehe trauen würde. Einen Jesus, der all diesen Schwachsinn, der in dieser Welt geschieht, einfach mitmacht. Einen Jesus, der sich dorthin stellt in dem Parlament der Allgläubigen und Allwissenden und Allreligiösen und sagt, ja, Allah würde ich auch neben mir als Gott akzeptieren. Diesen Jesus basteln sie sich, aber dieses ist nicht der Jesus der Schrift. Der Jesus der Schrift ist ein eifersüchtiger Gott und er sagt, reißt die Altäre nieder der fremden Götter und Götzen und verbrennt sie. Und was tun wir? Wir propagandieren über die höchste Instanz damals noch in unserem eigenen Land und sagen, der Islam gehört auch zu Deutschland. Ihr Lieben, der Islam gehört nicht zu Deutschland, der Islam gehört nicht mal zu Saudi-Arabien, weil Jesus Christus der wahre und lebendige Gott ist. Jesus Christus, Jesus ist der Eckstein. Und wer sich an ihn reibt, der reibt sich wund.